Kennt ihr das Problem, wenn ihr zu locker gehäkelt habt und aus deren Maschen der Füllwatte wieder heraustritt? Das haben wir ganz häufig bei Chenillewolle, aber auch bei Baumwolle passiert das mal. Und da gibt es einen einfachen Trick, wie man das verhindern kann. Und zwar könnt ihr euch aus einem Verbandmaterial oder aus einem Stück Stoff ein Füllwattesäckchen nähen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt ein Stück Schlauchverband. Den habe ich hier immer in Meterware liegen und habe mir jetzt ein Stück abgeschnitten, das ungefähr in den Arm reinpassen könnte. Und nähe das jetzt an einer Seite einfach zu. Wenn ihr eine Nähmaschine habt, ist das natürlich um einiges einfacher. Dann könnt ihr einfach mit der Nähmaschine darüber rattern. Ihr könnt aber auch einfach mit ein paar Fäden das von Hand zunähen. Und zwar schließe ich einmal komplett diesen Schlauch auf der einen Seite zu. Das muss auch nicht besonders schön sein, also keine Angst davor, wenn ihr nicht nähen könnt. Ich kann auch nicht nähen. Dann könnt ihr das einfach hier so ein bisschen zutüddeln, dass das ordentlich verschlossen ist. Wichtig ist, dass das ein bisschen stabil wird, damit das halt nicht reißen kann. So, und jetzt haben wir hier nämlich ein Beutelchen, das auf einer Seite geschlossen ist. Wir können es umstülpen und dann kann da schon mal ein bisschen was an Füllwatte rein. Und dann stecke ich mein Säckchen einfach hier in meine Häkelarbeit hinein. Kann je nachdem, wie schmal eure Öffnung da ist, kann das schon ein bisschen schwierig werden. Schiebe das jetzt bis unten hin, bis dahin, wo die Füllwatte soll. Jetzt kann ich das ganz einfach, wie ich das sonst auch ohne den Schlauch füllen würde, bis einfach schön feststopfen. Ich lasse hier immer so ein bisschen über den Rand hinaus hängen, dass man da auch gut arbeiten kann. Und dann stopfe ich das ordentlich rein. Und so wie ihr das sonst auch gewohnt seid von euren Häkelarbeiten, ihr füllt das ganz normal, formt das schön aus, stopft das richtig rein. Den Sack könnt ihr ein bisschen nachziehen, dass da keine Falten entstehen, dass das schön glatt bleibt an der Seite. Und dann seht ihr, wenn ihr jetzt mal den Finger reinsteckt, also das ist knallefest gefüllt, aber aus den Maschen kommt jetzt hier nichts mehr raus. Und ihr seht hier, wo die großen Maschen waren, da ist jetzt das Netz drunter. Das heißt, die Füllwatte kann hier auch nicht mehr austreten. Und wenn ich fertig bin mit Stopfen, und das ist jetzt zum Beispiel bei Micha, stopfe ich ja nur nicht bis oben hin, sondern lasse den Rest frei, dann falte ich das einfach zusammen, kann ich auch nochmal mit der Nadel drüber gehen und das ein bisschen zumachen, dass das auf keinen Fall wieder aufgehen kann. Und dann stopfe ich das hier einfach rein. Man kann auch einen kleinen Knoten machen, aber gerade an so schmalen Stellen kann es sein, dass der Knoten dann von außen zu spüren ist. Das müsst ihr mal ausprobieren, wie das für euch am besten funktioniert. Aber so ist es schon ganz gut. Und der große Vorteil neben die Füllwatte quillt nicht mehr heraus, ist natürlich, dass das auch ein bisschen die Form behält. Gerade bei Chenille hat man das ja häufig so, dass die Form sich so ein bisschen verzieht, weil die Maschen einfach zu locker gehäkelt sind. Und dadurch kann man das ein bisschen stabilisieren. Bitte achtet darauf, wenn ihr so ein Füllsäckchen herstellt, dass ihr ein vernünftiges Ausgangsmaterial benutzt. Das heißt, bitte keine Einwegartikel aus dem Schuhladen, ihr wisst, wovon ich rede, weil die Schadstoffe enthalten können. Die sind nicht dafür gedacht, dass man die anlutscht, in den Mund steckt oder irgendwie anders damit oral agiert, sondern die sind dafür gedacht, dass du sie an die Füße packst und Schuhe ausprobierst und danach wegschmeißt. Deshalb bitte nicht ins Spielzeug mit den Socken vom Schuhladen, sondern schaut, dass ihr einen guten Stoff bekommt. Also ihr könnt Stoffreste nehmen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Baumwollshirt zu Hause habt. Einmal durchwaschen, zerschneiden und ein Säckchen daraus nähen. Oder halt solche Schlauchverbände, die gibt es bei einigen Shops, wie gesagt, auch geprüft. Und da seid ihr auf der sicheren Seite, dass dann, wenn mal hier doch irgendwas rauslunst, ne, das seht ihr hier, jetzt ist meine Masche ist nämlich so groß, dass man das noch so ein bisschen erkennen kann. Und wenn man da mit der Zunge drüber geht, dann würde man ja ansonsten irgendwelche Schadstoffe auflecken, ne? Und das wollen wir nicht. Deshalb bitte darauf achten, dass auch die Füllsäckchen aus schadstoffgeprüften Materialien sind und ihr da
auf der sicheren Seite seid. Und dann könnt ihr drauf loshäkeln.